Alola und willkommen zu einem weiteren Booster Opening Battle. Und zwar dieses Mal gegen den guten Mighty Tywald, das erste Mal tatsächlich. Und wir haben uns die wunderschöne blaue Turtok GX Premium Kollektion rausgesucht zum Battlen. Denn da hat es ein bisschen mehr Booster drin und die war so schön, die mussten wir einfach haben. Das Ganze ist aus Kräfte im Einklang tatsächlich so als Zwischenkollektion noch erschienen. Und ja, ich bin gespannt, was ich daraus so ziehe. Ich muss ja zugeben, ich mag Turtok tatsächlich lieber als Glurak inzwischen, weil Glurak ist irgendwie so Mainstream, ich weiß nicht. Glumanda mochte ich, aber Glurak ist auch im Anime so zickig. Ich weiß nicht. Ich stehe irgendwie inzwischen so sehr auf Wasser, dass ich halt irgendwie Turtok auch mehr mag. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, weil da ist ja auch noch eine Shiggy und eine Shillock-Promo drin. Und Turtok GX ist als einziges hier in der Full Art, in der bunten Variante, zu kriegen. Und das musste einfach sein. Ich konnte nicht anders, als mir die zu besorgen. Und deswegen packen wir sie jetzt aus. Ich würde sagen, wir haben das altbekannte, altbewährte Punktesystem. Falls ich irgendwo falsch wäre, würde ich das eben nochmal schriftlich hinzufügen. Aber ich denke, wir machen es einfach so wie immer. Wir haben uns auch eigentlich ziemlich gut geeinigt, denke ich. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir es besprochen haben, weil er im Urlaub war und ich zwischendurch nicht drehen konnte. Alles etwas schwierig. Ich hoffe, es hat jetzt funktioniert und ich kann euch sein Video verlinken. Aber ich denke schon. Uiuiui, ich krieg's gar nicht auf. Tatsächlich habe ich schon einige Videos heute gedreht. Nicht hier am Tisch. Ich mache das alles nur noch für den guten Tywald. Ich wollte eigentlich ein Double Battle machen gegen Domme. Aber Domme ist leider nicht da. Ich habe nur seine Box und die werde ich nicht ohne ihn aufmachen. Deswegen werde ich da noch ein Video nachreichen. Mal sehen, was Domme so zieht. Huch! Denn ich habe schon ein anderes Battle mit ihm und Snowy aufgenommen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr das vielleicht noch anschauen. Das kommt nämlich dann kurz nach diesem Video hier. Ich habe gesagt, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, das war intelligent. Es kommt nach diesem Video hier. Und oha, also was er und Snowy da gezogen haben, das war ziemlich heftig. Von daher viel Spaß dann beim Video. Und ich packe jetzt hier erst aus. Ich bin schon richtig aus dem Dreh raus, ganz ehrlich. So, das tue ich mal auf die Seite. Wir haben einen wunderhübschen Pin mit Turtok. Der ist aber ein bisschen hell tatsächlich, das sieht man jetzt in der Kamera gar nicht mal so. Also ich hätte ihn gerne ein bisschen farbenfroher gehabt. Die Münze habe ich jetzt irgendwo hingeschmissen. Das ist ein Profi, definitiv. Wo ist die denn? Okay, die Münze ist weg. Auch gut. Dann haben wir Shiggy. Ich mache mal ein bisschen schneller. Sehr, 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 sehr hübsch. Ich liebe ja dieses Artbook eh so sehr. Kann leider nur Blubber. Dann ein Shillock. Auch das ist sehr, sehr hübsch. Das kann solider Panzer. Diesem Pokémon werden durch Attacken 20 Schadenspunkte weniger zugefügt. Typisch Schildkröte. Und das wunderhübsche Turtok. Und ich glaube, wir wissen alle, was es kann. Einmal hat es auch den soliden Panzer, aber diesmal mit 30 Schadenspunkte weniger. Dann den Raketenplatscher. Mische beliebig viele Wasserenergien von deinen Pokémon in dein Deck. Diese Attacke fügt 60 Schadenspunkte mal der Anzahl der auf diese Weise in das Deck gelegte... Nein, jetzt habe ich mich verlesen. Mal der Anzahl der auf diese Weise in dein Deck gemischten Karten zu. So. Und in Kombination mit dem anderen Turtok ist das ganz schön heavy. Aber es sind halt zwei Dreierentwicklungen, die man erstmal hinkriegen muss. Falls man es aber schafft, ist das die ultimative Waffe gegen Reshiram. Beziehungsweise gegen Reshizat. So. Dann haben wir 2, 4, 6 Booster. Was haben wir denn hier? Zweimal Kräfte im Einklang. Ich würde es dann aus 8, Sturm im Firmament ist 7, Schnellwächter ist 2 und Sonnenmond 1. So, fangen wir also mit diesem hier an. Ich bin schon ein bisschen außer Übung.
müsst mir das verzeihen, ich muss hier so ein bisschen rüberrutschen, so. Denn ich habe schon sehr lange keine TCG-Videos mehr aufgenommen, tatsächlich. Weil ich hatte die alle so in einem Rutsch aufgenommen und danach nur noch geschnitten, 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 geschnitten. Von daher bin ich so ein bisschen außer Übung, aber macht ja nichts. Wir kommen hier jetzt wieder rein, es kommen hier wieder neue Boxen. So. Was haben wir in SM1, dem Unglückspack? Ein Granul. Eine Doppelfarblosenergie, ja gut, die kann man immer gebrauchen. Ein süßes Goofer. Ein noch viel süßeres Robal. Togedemaru. Mushas. Ich wünsche dem guten Typen schon mal viel Glück. Bis jetzt habe ich jedes Battle verloren, bis auf eins. Genau. Ich verrate euch jetzt mal nicht welches, das müsst ihr selber anschauen. Ha. Ein Marquita, ein Ibitak, ein Araqua, das ist leider eine Kammen, weil es einen Kreis hat, ist also kein Punkt, und ein Kolossant. Das war so klar, dass ich da nichts ziehe. Ach ja, ich werde dieses Set niemals vollkriegen, ich sag's euch. So, dann Stunde der Wächter ist SM2. Was haben wir da Schönes? Bin mal gespannt, ob ich hier überhaupt irgendwie Pünktchen mache. Wir haben eine Energie, ein Firnuntor, ein Ultrigaria, ein Mondscheibenpodium, ein Tentacher, das habe ich auch noch nicht gesehen, das sieht echt hübsch aus. Also das gefällt mir vom Design her sehr gut. Ein Pipi, ein sehr düsteres Lichterl, Gorgler, Gelatini, ein Elfhuhn, das ist leider auch keine Rare, sondern eine Ankamen, schade drum, und ein Solgaleo. Auch das gibt leider keinen Punkt, weil es keine Holo ist. Fängt ja schon fantastisch an. SM7, Sturm am Firmament. Da gibt es noch so manche Karten, die ich gerne hätte, mal von Rayquaza abgesehen. Hätte ich noch super gern mein geliebtes Logok. Oh. Und Arctos. Es war wunderschön, dieses Set. Ich habe davon fast keine Karten. Das ist so sad. So. Schon wieder eine Energie. Ach, verdammt, ich wollte hier doch noch dieses Bingo draus machen. Gut, das mache ich dann aus einer der nächsten Boxen. Denn das ist eine echt sehr coole Idee gewesen. Naja, ist jetzt ein bisschen spät. Wir haben auf jeden Fall eine Startenergie. Ein Draschel. Ein Ultraball, den habe ich noch nicht. Regenbogenpinsel habe ich auch noch nicht. Schluppuck, Flurmel. Ein Schuppet, Sneebel, Flurmel. Meteno ist auch kein Punkt, verdammt. Und ein Voltenso ist auch keiner. Wahrscheinlich gehe ich hier aus diesem Battle wieder mal mit 0 Punkten raus. Ach, verdammt. Erzählt mir so, was ihr gezogen habt. Ich könnte wahrscheinlich schon wetten, der gute Tüber zieht wieder eins nach dem anderen. Oh Gott. Ist ja nicht so, dass ich es ihm nicht gönnen würde. Aber ich würde gerne trotzdem ein paar Pünktchen machen. Wenigstens so ein bisschen. Warum habe ich denn hier schon wieder eine Stahlenergie? Wie viele soll ich davon denn noch haben? Dann habe ich ein Latianecto, ein Reptane, ein Honweise, ein Inkader, Merrill, ein Wampel auf dem Schreibtisch, ein leider nicht so hübsches, nichtsnutziges Evoli. Ein wunderschönes Lichtel. Ein Celebi Prisma. Na, das sind, glaube ich, 2 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe Pünktchen gekriegt, ich glaube es ja gar nicht. Und ein Inkognito. Das bringt nichts. Aber ich habe 2 Punkte. Juhu! Besser als nichts, ne? So, dann kommen wir auch schon zu Kräfte im Einfang. Wobei ich sagen muss, Celebi, nee, warte mal, habe ich Celebi schon? Ich bin mir jetzt tatsächlich unsicher. Ich glaube, Celebi hatte ich tatsächlich noch nicht. War das nicht die Karte, die ich von Nela tauschen wollte? Ich denke. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder gibt es ein Viridium Prisma? Nee, ne? So. Eine Feuerenergie. Major Bobs Strategie. Samson Eich. Ich finde den immer noch so cool. Porygon 2. Goldini. Flampion. Ganoville.
Molunk. Smogon, ein Geowatz. Das ist eine Rare. Es ist eine Rare. Erkennbar am Sternchen, der nicht fokussiert. Hier. Es ist eine Rare. Ich glaube es ja nicht. Und ein Ligdri. Nun ja, das war mein dritter Punkt, immerhin. Und mein letzter Booster. Drückt nochmal die Däumchen. Es muss einfach etwas geben. Ich muss etwas ziehen. Ich muss. Ich möchte hier nicht nur mit drei Pünktchen aus dem Battle gehen. Ich meine, wären es nur drei Booster, wäre das ja vollkommen okay. Aber nicht bei sechs Boostern. Nee. Nee. Leute, nee. Einfach nee. Ich habe mir schon überlegt, wenn es so weitergeht mit meiner Dauerpechsträhne, dann beende ich meine Sammlerei. Kaufe ich mir keine Boxen mehr. Ich mache nämlich so viel Verlust, das ist nicht witzig. Naja, wenn meine Psychoenergie, ein Plaudergeil, ein Stollack, eine Kampfkunstschule, ein Molunk, eins, was ist denn das? Hier kriege ich ja alles doppelt. Alola Dicta, Zubat, Pummeluff, ein Meltan, das schon wieder eine Kammen ist, und ein Snowbelly Cat GX. Keine Karte, die ich spielen würde, aber für das Battle ist sie wenigstens Gold wert. Juhu, ich habe drei Pünktchen. So, im Endeffekt habe ich jetzt hier drei Punkte, vier Punkte und sechs Punkte. Das ist doch vielleicht ganz solide. Na gut, es geht. Sechs Punkte für sechs Booster ist reden wir nicht drüber. Ist okay. Ist eigentlich nicht okay, aber ist okay. Wenigstens keine Null. Es gab schon schlimmere Boxen. Ja. Was kann denn eigentlich Snobbly Cat? Das habe ich noch gar nicht angeschaut. Kann ich es denn lesen auf die Entfernung? Einmal während deines Zuges, wenn eins deiner Pokémon GX oder EX, wer spielt denn EX? Während des letzten Zuges deines Gegners kampfunfähig wurde, kannst du dein Deck nach bis zu zwei Karten durchsuchen und sie auf deine Hand nehmen. Mische anschließend dein Deck. Du kannst die Fähigkeit Katzenpirsch nur einmal pro Zug einsetzen. Ja, von mir aus geht so. Ist okay. Und Rache, was kann das? Dieser Tag fügt 20 Schadenspunkte mehrmal der Anzahl der Pokémon in deinem Ablagestapel zu. Na, du kannst auf diese Weise höchstens 180 Schadenspunkte mehr zufügen. Ja, schon. Ach so, jedes einzelnen Pokémons. Ach so, ich dachte gerade irgendwie Basis-Pokémon oder so. Aber nee, jedes einzelne Pokémon, ja, das ist okay. Aber maximal 190 Schaden, naja. Wie gesagt, nichts, das ich spielen würde. Rückschnitt GX. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank und macht 150 Schaden. Das kann man ja wenigstens halbwegs benutzen. Aber 150 ist auch da nicht viel. Wenn ich überlege, wie viele KP heutzutage diese Tag Team GX-Karten haben, ich finde es schon ein bisschen overpowered, ne? Aber das ist ja meistens so gegen Ende eines Kartenzykluses. Wir starten ja jetzt bald mit SM12 und danach geht's weiter mit Sonne und Mond, genau. Nein, mit Schwert und Schild. Wobei ich da wirklich nicht weiß, ob ich da noch so viele Boxen kaufe. Wie ich schon gesagt habe, ich mache so viel Minus. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. Hat irgendjemand von euch Glitzerbalg, aber sowas hier und sammelt nur GX-Karten? Dann haben wir wahrscheinlich einen Deal. Wo ist denn der gute Katsuro? Ich habe gehört, wir wollten was ausmachen. Ja, das war es auf jeden Fall zu diesem Battle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Ich hoffe, der gute Tywald hatte Glück. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei Tywalds Video. Das nicht vergessen anzuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis bald. Ciao.